Autos fahren, das braucht kein Mensch. Hallo und zurück bei Galileo. Wer braucht schon Benzin, um einen Motor anzutreiben, wenn man eine schöne, heiße Tasse Kaffee hat? Wie soll das funktionieren? Das zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe, wie gesagt, hier ein heißes Tässchen. Hier habe ich einen Stirling-Motor. Den stelle ich auf die Tasse drauf. Warte ein wenig. So, jetzt müsste sich gleich ein wenig was tun. Da tut sich was. Und jetzt schubse ich mal ganz kurz das Rädchen an. Und siehe da, der Motor läuft wie am Schnürchen. Wie das möglich ist und was sich im Inneren des Stirling-Motors abspielt, hier kommt die Erklärung. Der Stirling-Motor nutzt den Temperaturunterschied zwischen warmer und kalter Luft. Wird der Motor von unten erwärmt, dehnt sich die Luft im Inneren aus. Dadurch wird der sogenannte Arbeitskolben nach oben gedrückt. Durch einen leichten Impuls wird das Schwungrad in Gang gesetzt. Es unterstützt die Bewegung zusätzlich. Denn mit dem Rad verbunden ist ein zweiter Kolben, der Verdränger. Er schiebt die Luft mit Hilfe einer Platte im Inneren wechselweise nach unten und wieder nach oben. Die Luft wird so abwechselnd erwärmt und wieder abgekühlt. Heißt, sie dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Dadurch entsteht ein Bewegungskreislauf und der Motor läuft. Der Motor funktioniert übrigens auch mit Kälte, wie man hier sieht. Dann dreht sich das Rad allerdings in die andere Richtung. Für den Antrieb von Fahrzeugen sind Stirling-Motoren zu träge, aber man findet sie zum Beispiel als Wärmepumpen in Satelliten und Raumschiffen oder auch in der Medizin als Hydraulikpumpen in hochmodernen Herzschrittmachern. Das war's bei Galileo für diese Woche. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spaß. Bei Galileo Spezial wird es am Sonntag richtig fruchtig.